Gecheckt. Landeklappen. Gecheckt. Triebwerke. Gecheckt. Kaffeemaschine. Gecheckt. Hallo und willkommen. Diese Woche stellen wir Ihnen putzige und weniger nette Tiere vor, testen die Nintendo Wii als Indoor-Kartbahn auf ihren Spaßfaktor und werfen einen Blick auf Campinos ersten Kinofilm. Nadja checkt unsere TV-Tipps direkt in der unvorbereiteten Zielgruppe und zum Schluss verraten wir Ihnen noch, welchen Film Sie sich am Wochenende unbedingt ansehen müssen. Aber zuerst geht's wieder mal ab in den Dschungel nach Madagaskar. Gibt's noch Fragen? Gut, dann ran an den Speck. I like to move it, move it. He likes to move it, move it. She likes to move it, move it. We like to move it. Nach einer ereignisreichen Zeit auf Madagaskar wollen Löwe Alex, Zebra Marty, Giraffe Melman und Nilpferd Gloria wieder zurück in ihren Zoo nach New York. Okay, Jungs, starten! Die Pinguine machen mit Hilfe der Lemuren ein altes Flugzeugwrack flott. Doch das Schicksal hat geringfügig andere Pläne für die Truppe und ändert kurzerhand das Reiseziel. Trotzdem danke, dass Sie mit Air Pinguin geflogen sind. Die Bruchlandung wird zum großen Familientreffen. Alex findet seine Eltern. Sohn. Marty seine Herde. Hey, Marty, hey, Marty. Gloria einen hippen Hippo. Man sieht sich, Schätzchen. Und der hypochondernde Melman einen Job. Als Medizingiraffe. Du stehst mir im Licht, Steven. War Teil 1 schon Unterhaltung in Reinkultur, legt Teil 2 sowohl im Drehbuch als auch bei dessen Umsetzung nochmals nach. Das ist ja furchtbar! Alec hat die Prüfung nicht bestanden! Ich kenn ich doch! Auch Mami und Paps dürfen sich vor Lachen auf dem Boden rollen. Etwa wenn die taffe New Yorker Omi gleich mehrmals die böse Miezekatze versohlen darf. Voll auf die Batterie! Madagaskar 2 ist natürlich große Unterhaltung mit dem Tierquartett. Doch die eigentlichen Stars sind die Sprecher des tuffigen King Julian. Oh, du ausgebuffter Hund! Wuff, wuff! Und der vier Pinguine. Ihr seid ja echt eine Bande Schleims auch. Ganz unbedingt. Hey, auf Gefechtsstation! Je nach Leidenschaft hat man die Auswahl zwischen Single Disc mit dem Film, der Special Edition mit Film und Bonus-DVD und der randvollen, krachscharfen Blu-ray-Disc. Sie haben keine Lust mehr auf den Trabi-Duft der Kartbahn? Dann sollten Sie das Konsolengame Mario Kart näher in Erwägung ziehen. Ob das Spiel aber wirklich als Indoor-Kartbahn fürs heimische Wohnzimmer taugt, haben wir heute für Sie getestet. Alles, was wir dazu brauchen, sind eine Nintendo Wii und Mario Kart für Wii, ein zweites Lenkrad für den Multiplayer-Modus, bequeme Sportsitze, ein Testteam und natürlich einen richtigen Bildschirm. Gespielt wird entweder einzeln oder im Multiplayer-Modus. Zur Auswahl stehen etliche Mario-Charaktere und fahrbare Untersätze. Jede Spielfigur hat, wie auch die Karts, eigene Fahreigenschaften. So liegt ein Donkey Kong zwar deutlich satter, aber auch träger auf der Piste als ein leichtgewichtiger Mario. Das Spielprinzip ist so einfach wie erfolgreich. Eine simple Steuerung mittels drahtloser Wii-Lenkräder, bei der sich jeder sofort zurechtfindet. Und natürlich jede Menge fiese Extras, um den Mitspielern das Leben möglichst schwer zu machen. Oh, der macht mit Tinte vor, als ich hab nichts mehr. Neben den Karts, die nach gewonnenen Rennen automatisch gepimpt werden, stehen auch Motorräder zur Verfügung. Deren Steuerung per Lenkrad ist aber nichts für Freunde von ABS und ESP. Ganz neu im Vergleich zum Urahn auf der Nintendo 64 sind bei Mario Kart die Stunts. Dazu benutzt man den Wii-Controller an passender Stelle wie einen Cocktail-Shaker. Gelingt der Stunt und landet man sicher wieder auf der Straße, wird man mit einem Speed-Boost belohnt. Der Multiplayer-Modus bietet 24 knallbunte Rennstrecken. Besonders die Ski-Schnee-Route macht mächtig Spaß. Das Salz in der Suppe sind aber eindeutig die vielen Extras. Bestes fahrerisches Können zählt nur beim ADAC. Hier kann ein richtig platzierter Blitz oder eine Bananenschale das eben noch sicher geglaubte Siegertreppchen verhageln. Das wäre durchaus auch was für die Formel 1. Leider zu gefährlich. Und auch in Mario Kart kann man weltweit gegeneinander antreten. Im Online-Modus können kontinental oder global passende Renngegner gesucht werden. Der Spaßfaktor ist super. Besonders der Multiplayer-Modus ist jeden Cent wert.
Der Einzelspielermodus wird trotz sehr guter künstlicher Intelligenz der Computerfahrzeuge vor allem in den höheren Leveln irgendwann etwas dröge. Wir geben Wii Card von Nintendo 9 von 10 Punkten. Das Spiel ist prima geeignet für die ganze Familie und bietet für viele Stunden Spaßgarantie. Vor allem, wenn Freunde zu Besuch kommen, zeigt sich, dass die besten Rennfahrer immer noch auf der Couch sitzen. Denkt man an die Kalahari-Wüste, denkt man an Giraffen, Löwen, Elefanten und Erdmännchen. Moment, Erdmännchen? Die Macher von Unsere Erde haben Kolo und seine Brüder beim Aufwachsen beobachtet. Die Hitze raubt sämtliche Energie. Auch denen, die fest entschlossen sind, ihre Pflicht zu erfüllen und wach zu bleiben. Film ist vor allem etwas fürs Auge. Ja, und das sind Emotionen. Sich hinzugeben und einfach zu gucken. Das hat man in Dokumentarfilmen natürlich viel mehr, einfach beobachten. Seit Jimek und Zielmann hat man nicht mehr so fasziniert, einfach zugeschaut, was diese doch eher unbekannte Spezies treibt und welchen Gefahren diese Babys trotzen könnten. Fotografie hoch wie nie zuvor. Promis, Hektik, lange Nächte und laute Musik sind das Leben von Starfotograf Finn, gespielt von Campino. Im neuen Film von Wim Wenders spielt der Frontmann der Toten Hosen einen Workaholic vor dem Zusammenbruch. Man muss einfach alles tun, als sei es zum letzten Mal. Eine Flucht ins sonnige Sizilien gibt Hoffnung. Denn in Palermo begegnet Finn der Liebe. Doch auch der Tod lauert. Ich kann kaum glauben, dass du das gesagt hast. Palermo-Shooting ist ein tolles Roadmovie. Mit Stars wie Mila Jovovich, Dennis Hopper und Musiklegende Lou Reed. Hast du nicht gesagt, dass du jede Angst vor dem Tod verloren hast? Na? Sie haben doch bestimmt auch schon mal hinter den Spiegel geschaut und nichts oder niemanden entdeckt. Ben Carson, gespielt von Kiefer Sutherland, sieht das etwas anders. Einbildung? Hey, wir müssen jetzt los, hörst du? Oder nutzt das Böse Spiegel zum Übertritt in unsere Welt? Nach The Hills Have Eyes jagt Regisseur Alexandre Aja mit Mirrors allen Zuschauern mit tollen Effekten einen Mordsschrecken ein. Hallo, mein Name ist Nadia Almadini und ich befinde mich hier in Berlin auf der Schlossstraße. Ja, und wie immer teste ich heute unsere TV-Spielfilm-TV-Tipps direkt am Publikum. Hallo, wenn ich mich nicht irre, sind Sie Thomas Nicolai, oder? Ja, richtig. Na, wenn Sie es sagen. Herr Nicolai, schauen Sie gerne Fernsehen? Sehr gerne, sehr gerne. Ach, komm. Und ich soll jetzt mal über die Filme sprechen. Genau. Oh, mein absoluter Lieblingstrickfilm, Ab durch die Hecke. Ich mag Filme. Ich mag Zeichentrickfilme, ich mag Kinderfilme, ich mag Lachen, ich mag gute Laune. Also ich mag so eine Filme, deswegen. Ich weiß gar nicht mehr. Also von den Tieren fand ich am besten dieser Maulwurf oder was ist das? Nee, was ist denn das nochmal? Ein Biber? Was gibt's denn da zu lachen? Würdet ihr euch den nochmal anschauen, wenn ihr zum Fernsehen kommt? Ja. Aha. Meine Lieblingsszene ist eigentlich immer die, wenn das Streifenhörnchen betont langsam sein soll, was ihm natürlich nie gelingt. Und dann hauen sie ihm irgendwie ein Speedmittel noch rein und ist er noch schneller. Da ist er noch schneller als der Schall. Da ist dann auch so eine wunderbare Stelle, die sehr, sehr lustig ist. Na, schauen wir mal. Und diese Szene hast du dir gemerkt? Bemerkenswert. Kennt ihr einen dieser Filme? Der nächste, bitte. Der nächste, bitte. Von den ganzen hier? Mhm. Nö, von dem habe ich keinen gesehen. Der nächste, bitte. Naja, der Jungsfilm überhaupt ist ja Crank. Ein absoluter Kracherfilm. Kann ich sehr empfehlen. Aber ich glaube, es ist nichts für Mädchen. Es gibt Frauen, die sagen, oh nee, das ist mir nichts und das ist mir zu brutal. Crank, der Film, der war auch krank. Den habe ich gesehen. Ja, Crank finde ich gut, den Film, weil er actiongeladen ist. Absolut top. Der Film war einer der besten Filme, die ich seit, weiß ich nicht, 3-4 Jahren gesehen habe. War ein guter Film, war gut gemacht. Habe ich zum ersten Mal gesehen, war ein super Film.
Und irgendwas ist besonders in Erinnerung geblieben, oder? Die Action. Nur die Action. Erstaunlich. Echt dieses Zeug. Der Crank 2 kommt jetzt demnächst ins Kino, ne? Genau. Und der ist natürlich ein Klassiker hier, Leoparden küsst man nicht. Das ist eine, wie nennt man das, so Screwball-Komödie. Also das sind so Komödien, die auf Wortwitz aus sind, auf sehr schnelle, kurze Szenen mit Cary Grant und damals Katharine Hepburn. Also das sind die Vorläufer der heutigen Komödien, wenn man so will, teilweise aber besser. Kann ich Ihnen durchaus empfehlen. Ja, das ist ein absoluter Klassiker von 1938. Und man langweilt sich nicht und man spürt auch nicht, dass dieser Film von 1938 ist. Und es ist einfach unglaublich, dieser Film. Der ist saulustig. Wer ist überhaupt dieser David? Er ist ein Freund von Mark. Ist das alles, was du von ihm weißt? Ich weiß nur, dass ich ihn heiraten werde. Ich habe doch keine Ahnung davon, aber ich weiß... Du hast ihn mit meinem Geld zu heiraten, irrst du dich aber gewaltig. Gibt's hier ein Boot oder wie kommt man sonst über diesen Fluss? Ach, der ist ziemlich flach, da können wir durchwarten. Gut, gehen wir. Ja, den habe ich gesehen. Prestigemeister der Magie, aber schon im Kino, als er damals im Kino lief. Und, wie fanden Sie den? War recht interessant. Ich versuche mich gerade zu erinnern, aber... Hast du den Film überhaupt gesehen? Ja, doch, der war recht interessant. Schauen Sie sich den an. Okay. Prestige, Meister der Magie von Christopher Nolan. Christopher Nolan ist ja berühmt geworden für seine Batman-Filme. Bla, bla. Bla, bla, bla. Also ein super Film, tolle Darsteller. Bla, bla, bla. Na komm doch mal zum Punkt. Das ist ganz, ganz großes Kino und deswegen einer der besten Filme. Okay, gucken wir mal rein. Das ist alles, Cutter. Er verschwindet einfach. Das ist doch nichts, wenn er nicht wiederkehrt. Sie brauchen ein Prestigio. Ganz genau. Verzeihen Sie bitte. Nur selten ist man Zeuge wahrer Magie. Unser kleiner Live-Test hat bewiesen, die TV-Spielfilm-TV-Tipps sind goldrichtig und vor allem ist für jeden was dabei. Wir melden uns dann das nächste Mal direkt vom Hackeschen Markt in Berlin und bis dahin viel Spaß beim Fernsehen. In den 60ern verbreiten sich Beat und Rock'n'Roll zwar von Britannien aus, aber im Epizentrum herrscht die gute Tante BBC. Und die genehmigt täglich nur eine Dreiviertelstunde Pop und Rock. Diese musikalische Versorgungslücke schließt, natürlich illegal, der Piratensender Radio Rock. Wir werden Ihnen das Handwerk legen. Die Truppe durchgeknallter DJs ankert im rechtlich dunkelgrauen Bereich vor der Küste ihrer Majestät. Sie schickt bis zu 25 Millionen Hörern Schallwellen in die Ohren, die man heute noch als Swinging 60s verehrt. Regisseur Richard Curtis schaffte schon mit Notting Hill und Bridget Jones Kassenschlager. Radio Rock Revolution hat auch diesen Stoff, aus dem Kultfilme sind. Tolle Darsteller bis in die Nebenrollen, Witz und eine Möglichkeit, sich mit dem Film zu identifizieren. Ihr hört Radio Rock und wir rocken Tag und Nacht rund um die Uhr. Das gelingt zweifellos über den hinreißenden Soundtrack. Lass krachen! Flankiert von nicht weniger als 36 Hits, reisen die Mit-40er nochmal plakativ in ihre Jugend. Mit erster Liebe und Tanzen. Danke, Jungs, für diese Zeitreise. Yes, I'm a private dancer. A dancer for money. Da 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 da. Any old music will do. Wunderschön, nicht wahr? Ja. Einfach hammerhart.